ich mal das Lager da ab. So, nur das nehmen wir wieder. Hier nehmen wir irgendwie, warte mal, was war eins? Steuerung. Wir brauchten, glaube ich, 8, ne? Okay. Okay, okay, okay. Das ging doch aber irgendwie jetzt erstaunlich gut, muss ich sagen. Einen? Ach, weil uns die Palladium-Dinger fehlen. Das ist ein Kram. Okay, habe ich jetzt das Holz hier wieder reingepackt? Sehr toll. Boah, wie viel Kram da rumliegt. Warte mal, wir schlafen mal als erstes, dass die hier weiterbauen an den ganzen Sachen. Was? Ach so, falsche Rüstung. Apropos Rüstung, wir können die mal ganz kurz reparieren. Und den wollten wir eigentlich auch nicht mehr. Ich wollte eigentlich den guten bauen. Wie sieht es hier oben aus mit den hochwertigen? Reichte das? Wo war das? War das das hier? Können wir aber bauen. Wir brauchen jetzt nur noch die Palladium-Dinger. Und davon haben wir auf jeden Fall viele. Das heißt, wir können auf jeden Fall das Kopfding auch bauen. Das ist schon mal nice. Hochwertiges. Was ist das eigentlich? Brille der Begabung. Stimmt, die haben wir auch gelernt. So, dann bauen wir das. Huch. Und dann machen wir unseren Kram hier noch leer. Wir essen mal als erstes was. Okay, und dann machen wir das auch mit Frostalion genauso. Das müsste ja dann, sage ich mal, verhältnismäßig schnell gehen. Wo sind jetzt meine Palladium-Dinger? Die habe ich jetzt weggepackt, ne? Weil ich so klug bin. Müssen wir gleich dann nochmal raussuchen, um das Lager wieder zu bauen. Da brauchen wir ja nur eins von, ein einziges. Also, das ist wirklich nicht so viel. So. Hatten wir hier jetzt schon alles weggepackt? Ich habe das Gefühl, wir haben noch so viel Scheiße im Inventar. Okay, jetzt sieht es doch schon mal besser aus. Haben wir noch irgendwas, was wir reparieren müssen? Ja gut, den Kram könnten wir dann halt wegpacken, wenn die den da schnell herstellen. Ich weiß halt nicht, wie schnell die das herstellen. Ist das schon fertig? Das ist doch so super nice. Dann packen wir den hier rein. Passt das hier rein? Ja. Dann holen wir uns jetzt hier vielleicht nochmal... Ja, wir müssen es leider so machen. Nochmal so 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5. Wie viel braucht er das? 3 Stein, 8 und 1 Palladium. Haben wir hier noch irgendwo ein Palladium? Irgendwo müssen wir hier Palladium haben. Nee, irgendwo haben wir hier Palladium, habe ich gesorgt. Habe ich das da drüben reingepackt? 1. Okay, dann haben wir davon auf jeden Fall genug. Das haben wir ausgerüstet. Das ist schon mal nice. Oh, ich kann mich wieder bewegen. Hello, Wasteland Puppy. Gewinnen? Maybe. Maybe, maybe.
We'll see. Wir nehmen die Bälle da mal noch mit. Den einen. 8 können wir mal noch herstellen. Okay, und dann reisen wir doch da mal hin. Und wenn wir da sind, also da, wo wir hinwollen, meine ich, da. Oh shit, die falsche Rüstung schon wieder. Dann bauen wir da mal eine Base. Ich hoffe, das geht da wieder in der Nähe. Damit wir das ähnlich handhaben können wie gerade. Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Oh, wir stürzen gleich ab. Lass mich da unten hin. So, gucken wir doch mal, wo wir hier upala, bauen können. Was? Wo ist das hin? Ich habe das doch mitgenommen. Ihr wollt mich schon wieder verarschen, ne? Was ist das? Ist das Stein? Nee, das ist was anderes, ne? Was war das nochmal? Jetzt ist natürlich auch meine Axt gleich kaputt. Passenderweise. Rein Quarz. Da kommt aber kein Dings mit raus. Ich habe doch extra noch einen mitgenommen. Habe ich den wieder irgendwo ausgepackt aus Versehen? Kann ich irgendwo mal einer rumliegen? Hier liegt so viel Kram rum. Oder ein normaler Steinblock, den ich abfarmen kann. Ihr wollt mich ärgern. Da ist auch nichts drin, natürlich nicht. Ah, ja, hier muss doch jetzt irgendwo noch so ein Kackding sein. So ein Kackbruchstück. Oder ein blöder Stein zum Abbauen oder irgend sowas. Hier ist doch alles blau. Hier muss es doch irgendwo so einen Scheiß geben. Kann ja wohl nicht wahr sein. Mein, ist das ein Stein? Können wir den abbauen? Oder ist das was anderes? Nein, das ist Stein. Sehr gut. Reicht. Komm her. Da war das, ne? Laufe ich richtig? Ich hoffe, ich laufe richtig. Okay, wir gucken mal. Vielleicht können wir hier schon bauen. Okay, warte mal. So. Ist zu nah an Boss. Zu nah an Boss, zu nah an Boss. Ich meine, die läuft ja auch da oben hinten hin. Ich würde ungern hinter diese Kante hier gehen. Dann würde ich, glaube ich, lieber da ganz ans Ende oder da hinten oben in der Ecke nochmal gucken. Langsam sind wir wirklich weit weg. Okay.
Naja, egal, dann bauen wir es direkt hier hin. Das ist okay. Ich glaube, da können wir dann noch ganz gut durchlotsen. Was? Wir machen sogar Fußabdrücke? Das fällt mir jetzt erst auf. Das ist ja süß. Okay. Und hier muss am besten alles Mögliche. Der ist einfach Drache. Ich dachte, der ist Feuer, aber der ist einfach Drache. Was? Nur der hat legendär? Die anderen hatten das nicht, oder? Angriff, Verteidigung und Bewegungstempo. Richtig nice. Aber die anderen hatten das nicht. Der hat nicht legendär. Zählt der gar nicht? Das ist doch auch ein Legendary. Ich dachte, der zählt auch als Legendary. Also ich meine, der ist sehr leicht gewesen im Vergleich zu dem anderen. Vielleicht lag es daran. Wir machen hier erstmal primär alles an Feuer. Da rein, dass wir... Was? Warum habe ich gerade so ein Geräusch gemacht? Okay, die meisten haben jetzt halt einfach nichts zu tun, aber das ist auch okay. Obwohl lieber noch nicht. Noch nicht. Wir können aber noch mal ganz kurz was essen. Und dann geht der Spaß gleich los. Ja, ich tue mein Bestes. In den Po geschossen. Wieder einfach 13 Grad, der andere hatte 10. Also ich glaube, der ist noch mal schlimmer. Oh. Das war jetzt schon ein bisschen krass. Schon ein bisschen übertrieben krass. Und jetzt kommt er halt in die Nähe vom Lager, ne? Das ist ja toll. Ich müsste da mal an euch allen vorbei. Mal eben schnell meine Sachen holen. Aber gut zu wissen, dass er halt auch da wirklich ans Lager läuft. Ich würde gerne das anziehen. Ich könnte den jetzt... Ja, okay, er macht... Ich wollte gerade sagen, ich könnte den jetzt anschießen, aber... Shit! Genau das hatte ich befürchtet, dass ich halt noch so low bin, dass er mich gleich wieder killt. Aber die kämpfen jetzt alle, ne? Und ich liege jetzt wenigstens fast an meiner Base, dass ich hoffentlich schnell meine Sachen einsammeln kann. Es sei denn, ich kriege halt einen auf die Fresse, dann ist er halt einfach komplett für den Arsch. Okay, ist noch keiner tot. Oh, hingeworfen. Zack. Eingefroren. Welcher ist denn das hier? Anubis schon wieder. Oh. Okay, ich muss mal was essen. Schon wieder, weil ich gerade gestorben bin und wir halb tot sind. Ja, wie er mit seinem Charge halt einfach... Oh, die Hälfte der Viecher killt. Regeneriere ich überhaupt? Ja, minimal, ey. Krass, krass, krass. Wobei es hier ein bisschen günstiger ist, was den Standort der Box angeht, ne? Immer hier kriege ich auf jeden Fall nicht direkt alles ab, wie es scheint im Moment. Was schon mal ganz gut ist.
Wie das Viech halt wirklich mit einem Schlag 8 Stück oder so killt, ne? Das ist so krass. Ich glaube, hier wird es schwieriger. Ich denke, die müssen es im Auge behalten. Ja, der Anubis, ne? Der ist irgendwie behindert. Also wenn er kämpft, aber wenn er so kämpft... Ach, die macht einfach gar nicht mit, deswegen stirbt die nicht? Ich sehe sie gerade da hinten. Da so, da läuft sie rum. Weil die einfach nicht mitkämpft? Ja, dann kannst du auch gleich wegbleiben. Das erklärt auf jeden Fall, warum sie nicht stirbt. Weil sie auch keinen Schaden macht und damit keine Aggro zieht. Blöde Kuh. Voll unnötig. Voll unnötig. Die schon wieder alle tot sind, Leute. Wir brauchen auf jeden Fall neue Lebende erstmal. Hier geht's schneller auf jeden Fall mit dem Sterben. 7 Minuten sind hier die ersten. Eieiei. So kann ich im Moment ganz gut hier stehen, ne? Das ist die beste Taktik. Warten, bis alles vorbei ist und dann die Lorbeeren einsammeln. Ja, das ist ganz gut, ne? Ist halt ziemlich schade, dass Jet Dragon auch so schnell tot ist. Ich meine, wir ziehen die halt mit unserem Level auch noch runter. Das ist auch ein bisschen doof. Zack, 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 zack. Die Starken hier, die Großen. Aber... Ja... Das geht leider nicht anders, weil wir eben noch 48 sind. Das ist hier ein bisschen wie Hau den Lukas. Klicke schnell auf den rot werdenden Dings. Sechs Minuten. Ich hoffe, ich habe... Obwohl, ich wollte gerade sagen, ich hoffe, ich habe genug Pelz, dass immer Lebende da sind. Ich habe genug Pelz, aber das Problem wird nicht sein, dass ich nicht genug habe, sondern dass die, wenn die irgendwann Level 10 oder 1 oder so werden... Dass die dann halt irgendwann so schnell tot sind, so schnell kann ich die gar nicht auswechseln, glaube ich. Und dann, was machst denn du hier? Ein Pell gönnt sich ein Päuschen? Willst du mich verarschen? Nein! Was ist passiert? Ist er resettet? Warum? Wo ist er hin? Wo ist er denn? Auf der anderen Seite? Kämpfen die jetzt auf der anderen Seite? Ist der da irgendwie rübergeglitscht oder so? Wenn die hier alle so in der Wand stehen? Weird. Richtig weird. Aber gut, es war eine kleine Pause, dass wir vielleicht noch mal ein bisschen ein paar Sekunden hatten. Boah. Alter, übertreibt man nicht. Die hat bestimmt gleich wieder alle weggecharged mit ihrem, mit diesem, wo sie so, mit ihren Flügeln, der so lang fliegt, ne? Also wir sind auf jeden Fall jetzt schon da, wo wir dann so fast langsam den anderen gefangen hatten. Und die hat halt noch 6k, also die hat halt jetzt noch die Hälfte. Und die ersten haben immer noch 4 Minuten. Wird knapp, würde ich mal sagen. Vor allem Flambell läuft hier einfach nur rum und macht gar nicht mit. Ich glaube, der Kampf ist zu weit weg, dass die das nicht direkt checken, ne? Oh, ich krieg ja was ab, ne? Muss ich doch glatt mal ein bisschen gucken. Sind wir jetzt doch wieder auf der anderen Seite? Shit! Nein! Bitte nicht alle sterben! Mach schnell die Zeit! Ich glaube nämlich, wenn alle tot sind, dann resettet der. Da
Das kotzt mich auch an, dass wir immer standardmäßig mit dem Blick da unten irgendwo... Nein! Starten! Was soll denn das für ein Scheiß? Jetzt kann ich ja nicht mal mich umschauen. Scheiße, jetzt sind alle tot, ne? Ist die dann resettet? So ganz bei null mäßig? Sieht so aus, ne? Ich guck gleich mal, ob wir vielleicht... Ich weiß, ich sterbe noch, ich sehe das. Ob wir die vielleicht noch erwischen, so mäßig mit halb tot, dass wir sie nochmal antriggern können. Macht mal bitte was, aber lasst mich raus. Ich habe eigentlich gar nichts damit zu tun. Ihr macht es schon. Ihr macht das ganz klasse, macht ihr das. Weil die regeneriert sich dann ja auch mit der Zeit, also... Das ist eigentlich kacke, hier so in dieser Schneise zu stehen. Denn wenn sie genauso wie jetzt da durchcharge, trifft sie halt gefühlt alle. Ich bin auch gleich wieder tot. Ja, aber ich habe auf jeden Fall noch ein paar reingesetzt. Das ist ganz gut. Ich sehe nichts. Mann! Verpiss dich woanders hin. Kämpf doch woanders. Warum müsst ihr denn in mir drin kämpfen? Hat sie schon wieder alle gekillt? Sie lief da gerade so entspannt lang. Einer lebt noch. Na, das ist ja vielversprechend. Aber die regeneriert halt, glaube ich, ziemlich schnell, ne? Oder? Regeneriert sie überhaupt? 6-2? Weil sonst würde ich mal ganz kurz warten, bis die ersten so ein bisschen lebendig wieder werden. Ach, das war gar nicht meiner, den ich da gesehen habe. Dann kämpft die vielleicht doch mit. Oh, ich wollte gerade sagen, hat sich die Zeit jetzt resettet. Regenerieren die schneller, wenn die Dings sind? In der Box, ja, ne? Okay, wir warten mal ganz kurz. Ich beiß mal einmal in mein Essen. Oh no. Das war zu früh. Ist doch scheiße. Was sollte das denn jetzt? Ah, das ist halt echt kacke, weil die jetzt gerade wiederbelebt wurden. Aber eben noch so low waren. Das ist richtig blöd. Und ich sollte hier, glaube ich, mal schnell, wenn wir gerade können,
Wir brauchen Holz. Oh nee, warte. Ich wollte ich. Mal schnell einen Baum suchen. Merkst du jetzt keinen Baum? Da vorne sind Bäume. Dass wir mal so einen Futterdruck bauen können. Warum bin ich denn schon wieder... Warum? Ich hab doch den Dings an. Zählt das jetzt nicht mehr, weil der kaputt ist? Das wäre richtig bitter. Dann mal ganz kurz hier hin.